Wie ihr bereits auf unserem Kanal gesehen habt, waren wir ja bei Plugsurfing, haben uns die neue App und deren gesamte Neuerungen angeschaut. Und tatsächlich hatten wir Glück, denn an diesem Tag haben wir auch noch Adam bei Plugsurfing getroffen. Er ist einer der Co-Founder und hat uns ein wenig über die Geschichte von Plugsurfing erzählt. Doch seht am besten selbst. Hallo, mein Name ist Adam. Ich bin einer der Co-Founders von Plugsurfing und der Management-Direktor. Okay, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie ist Plugsurfing entstanden? So, how did Plugsurfing came up? Ja, ich und mein Co-Founder Jakob haben die Firma 2012 gegründet. Wir fingen an, eine Karten-App zu programmieren, um Ladepunkte zu finden, und bald haben wir erkannt, dass das nicht reicht, und das wirkliche Problem, das wir lösen mussten, war, dass man eine Ladestation auch bezahlen muss, wenn man sie gefunden hat. Zwischen 2012 und 2014 haben wir eine Bezahlmöglichkeit entwickelt. Wir haben einige Finanzierungsrunden durchgeführt. Und glücklicherweise ist die Firma immer mehr gewachsen, hat immer mehr Anwender bekommen, es sind immer mehr Ladepunkte eingeführt worden, die sich diese App runtergeladen und benutzt haben. Also ihr habt schon in Berlin gewohnt und ja, cool. Das heißt, ihr seid so ein richtiges Berliner Startup. Ja, das stimmt. Wir sind ein typischer Berliner Startup-Unternehmen und keiner der Gründer ist Deutscher. So ist das irgendwie in Berlin in der Startup-Sende. Wir fanden immer die Berliner Startup-Szene sehr kreativ, offen für neue Leute, offen für neue Ideen. Es gab eine Menge Gründungskapital für uns, was man nehmen konnte, viel Enthusiasmus. Also wir fühlen uns in Berlin sehr wohl. Auch die günstigen Mieten sind ein Grund, hier in Berlin zu sein. Okay. Ist Berlin ein guter Ort für die Elektromobilität? Ja, das ist eine gute Frage, ob Berlin ein guter Platz für Elektromobilität ist. Ich würde sagen, dass es immer besser wird, weil die Elektromobilität eine Verbindung ist von zwei Megatrends, ist nämlich der Energiewende und der Digitalisierung der Autos. Das findet jetzt statt, auch in Berlin. Und Berlin ist ein Gründungspunkt, ein Hotspot für Software. Deutschland ist ein bisschen schwierig für Elektromobilität. Das liegt einfach daran, dass es hier große Automobilhersteller gibt, die ihren Fokus immer noch auf dem Verbrennungsmotor haben. Und für diesen Übergang zu Elektroautos hat einen Einfluss auf alles Mögliche, auf Jobs, auf Produktion. Das sind ziemlich schwierige Entscheidungen für die traditionellen deutschen Hersteller. Und für eine Firma wie Tesla, die einfach von Null anfängt, ist das natürlich viel einfacher. Das ist ein sehr interessanter Ort hier, insbesondere für Elektromobilität. Und Berlin kann wirklich der Hotspot für Elektromobilität werden. Hattet ihr jemals Angst oder wart ihr jemals in einer Situation, wo ihr kurz vor dem Aus standet, wo ihr gesagt habt, es geht nicht in Deutschland, es geht nicht voran? Es klappt in Deutschland nicht? Wart ihr jemals in so einer Situation? Über Elektromobilität? Nein, für Plugsurfing habt ihr jemals gedacht, dass es in Deutschland einfach so langsam geht, dass es keinen Sinn hat, hier weiterzumachen? Nicht wirklich. Es war sehr langsam in der Vergangenheit, aber ich glaube, dass es jetzt besser wird, dass wir einen Vorteil haben. Wir sehen, was los ist. In der Benelux-Region zum Beispiel, in Frankreich oder woanders in Deutschland. Wir sehen, wie es da vorangeht. Und wir wussten immer, dass es auch in Deutschland so weit kommen wird. Jetzt ändert sich sehr viel. Jetzt sind wir doch von Stolz erfüllt, dass wir gesehen haben, was sich in der Vergangenheit alles entwickelt hat. Dass Elektromobilität kommt, dass Elektroautos kommen.
Und wir sehen auch die großen Firmen, die nicht diesen Glauben an die Elektromobilität hatten, aber wir hatten diesen Glauben daran. Und das Ausgangspunkt dafür war sicherlich der Dieselgate-Problem. Und dass große Unternehmen wie Volkswagen jetzt einfach sich verändern müssen. Jetzt kommt Tesla. Ja. Nach Berlin. Tesla kommt nach Brandenburg. Was erwartest du daraus für Plugsurfing? Ja, wir würden Elon Musk immer zu uns einladen. Das ist gar keine Frage. Er kann immer zu uns kommen. Am besten an einem Freitag. Dann würde er sehen, wie wir hier arbeiten. Aber ich glaube, jetzt wird wirklich alles nach oben gehen, auch die deutschen Autohersteller. Und obwohl Dieselgate da war, wir haben immer an Elektromobilität geglaubt. Es gibt aber immer noch diese Skepsis gegenüber der Sache, vor allem gegenüber Tesla, wie sie arbeiten, wie sie produzieren, dass Elon Musk vieles einfach anders macht, auch in seinen Fabriken vieles anders macht. Das wird von vielen deutschen Automobilherstellern immer noch nicht geteilt, wie er arbeitet. Was Tesla jetzt macht, und das ist ziemlich clever, ist, dass er mitten ins Herz der europäischen Automobilindustrie und Automobilindustrie-Szene geht, nämlich nach Deutschland. Und ich glaube, dass wenn er Erfolg hat und wenn man sich den Aktienkurs anschaut, dann sieht es wirklich so aus, dann glaube ich, dass das ein sehr starker Wachstumsimpuls auch für uns sein wird. Es gibt keine Entschuldigungen mehr für deutsche oder europäische Autohersteller, nicht in den Bereich Elektromobilität reinzugehen. Glücklicherweise, die Regierung will es, die Kunden möchten es. Und jetzt kommt jemand, der in diesem Ort, in diesem Bereich uns zeigen wird, wie es geht. Letzte Frage, Adam. Ihr seid als kleine Firma gestartet. Ja. Und wann wurdet ihr das erste Mal von den Autoherstellern ernst genommen? Na, das ist noch eine gute Frage. Wann sind wir das erste Mal ernst genommen worden? Ich glaube, das war durch Jaguar Land Rover 2016. Bis dahin haben wir natürlich immer versucht, mit Autoherstellern zusammenzuarbeiten. Aber für verschiedene Gründe waren wir da nicht sehr erfolgreich. Das lag sicherlich daran, dass die Autohersteller uns in Elektromobilität nicht geglaubt haben. Sie wollten das auch alles intern halten. Sie wollten die Kontrolle nicht abgeben an andere Firmen. Und natürlich ist es auch sehr schwer für ein Start-up-Unternehmen mit großen Unternehmen zu arbeiten, einfach weil man ein Finanzierungsrisiko darstellt. Und einfach, man hat viel Geld, wenig Geld auf der Rückhand, und als Start-up weiß man nie genau, ob man die nächste Woche oder die nächsten Wochen überleben wird. 2016, Jaguar hat den I-Pace gebracht, und was sie anders gemacht haben, was ich immer sehr respektiere, ist, dass sie eine strategische Entscheidung getroffen haben, nämlich zu gucken, was ist für den Nutzer besser? Was ist das beste Produkt für den Nutzer, was sie finden konnten, was hilfreich war für die Nutzer. Und nach einem langen Prozess des Auswählens haben sie sich entschieden für Plugsurfing. Sie haben andere Unternehmen ausgestochen. Wir haben auch Glück gehabt, dass auch bei Jaguar Land Rover Leute waren, die dieses Risiko eingehen wollten. Wir haben uns sehr gefreut, dass sie dieses Risiko eingegangen sind. Wir haben das auch zurückgezahlt durch Kreativität. Der Vertrag läuft seit 2-3 Jahren sehr erfolgreich. Die User sind glücklich. Und wir arbeiten jetzt zukünftig mit 10 weiteren großen Autoherstellern zusammen. Und sie kommen zu uns, weil der Nutzer einfach das Wichtigste ist. Das muss in den Fokus gestellt werden. Adam, can I ask you noch eine letzte Frage, bitte. Ist mir gerade so eingefallen. Wo wird Plugsurfing in 5 Jahren stehen? Was sind eure Ziele für die nächsten 5 Jahre? Wo wollt ihr sein in 5 Jahren?
Ja, ich glaube, da gibt es doch einige Übereinstimmungen. Wir werden weiter im Bereich Elektromobilität arbeiten. Wir werden weiter ein Softwareunternehmen sein. Wir werden immer noch wirklich besessen sein, das beste Produkt herzustellen für unsere Nutzer. Und das bedeutet in der Praxis, wir schauen gerade, wie wir den Service, den wir anbieten können, weiter verbessern können. Wir wollen es Elektroautofahrern immer einfacher machen, Ladevorgänge zu bezahlen. Und was gibt es noch für Servicebedürfnisse bei den Nutzern? Wir bieten heute schon Zugang zu über 80% der Ladeinfrastruktur. Aber es gibt immer noch viele Fahrer von Elektroautos, die sagen, ja, die Ladeerfahrung, die ist einfach nicht richtig gut. Die ist noch nicht so einfach wie tanken gehen. Und was wir jetzt tun müssen, ist die Frage zu beantworten, wie können wir das besser machen, wie können wir es einfacher machen. Und das ist das für uns das Relevante. Thank you, Adam. Okay. So, und wenn ihr jetzt Interesse habt, euch das ganze Video anzugucken zur neuen App von Plugsurfing, dann guckt einfach auf den nächsten Teil. Wir verlinken den irgendwo im Video. Viel Spaß dabei. An der Stelle, wir beide sagen erstmal ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal. Danke. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, gute Fragen. 11 Minuten.